Letzter Lauf 2016 der Senioren bei der Rotax Max Challenge in Deutschland. Wir haben ja einen Sieger im strömenden Regen, das ist der Max Wissel, der mit über 12 Sekunden Vorsprung gewonnen hat. Ja, 12 Sekunden waren es. Reiner Regenfahrer. Wie war das letzte Rennen für dich oder generell die Veranstaltung in Wackersdorf? War für mich in Anführungszeichen schwierig, weil wir im Trocknen immer ein bisschen zu langsam waren. Sind zwar trotzdem 2 und 4 geworden, es war halt eben viel Arbeit, um dahin zu kommen. Gut, und jetzt halt im Regen war das dann doch eher etwas einfacher, in Anführungszeichen. Wenn natürlich auch schwierig ist, dass man keine Fehler macht. Und hat einfach mal alles gepasst. Kart war genial und ansonsten hat es halt gereicht. Darf man wenige Fehler machen im Regen natürlich, ne? Am besten gar keinen, sind wir gleich weg. Das ist richtig, hat man ja bei manchen schon gesehen. Ich habe jetzt das Ganze im Kopf, Stand der Dinge in der Meisterschaft? Müsste 4 zu sein jetzt. Also ist Zweiter, müsste gereicht haben mit ein paar Punkten. 2 oder 3, keine Ahnung. Okay, jetzt ist ja der Gaststätter noch mit da, der Schöll ist der Gaststätter und die Österreicher, die kriegen ja keine Punkte und nichts. Aber dein direkter Konkurrent ist Tobias vor dem und dann müsste es eigentlich für den 2. Platz so gereicht haben. Das solltest du besser wissen als ich. Also ich kann jetzt auch nicht so schnell rechnen. Ich weiß nicht, 2 der 3 sind 2 oder 3 Punkte Unterschied. So ist es, genau so knapp. So knapp habe ich mir auch ausgerechnet. So, ich sagte, dass du 2. bist, aber das gut. Offizielle, das nehme ich, gerne mit. Nehme ja. ich gerne mit. Gut, bist du nochmal bei uns eingestiegen in der Rotax, so das 2. Jahr jetzt, ne? Ja. Und bist du zufrieden? Ja gut, die Konkurrenz ist extrem stark, anders als gedacht, weil wir, die auf dem Schalter gekommen sind, dachten immer, dass Rotax mehr so Clubsportmeisterschaft ist, aber da bin nicht nur ich auf die Nase gefallen im ersten Jahr damit und die Serie ist extrem anspruchsvoll, macht Spaß Rennen zu fahren, extrem eng, hart, meistens fair, also kann ich echt weiterempfehlen. So ist es, vielleicht sehen wir dich ja nächstes Jahr wieder bei uns hier, schauen wir mal. Werden wir sehen, könnte passieren. Könnte passieren, gut. Dann erstmal Glückwunsch zur Vizemeisterschaft, bist schon ganz glücklich, hast alles in der Augen, wir sehen uns dann bei der Siegerehrung und viel Spaß bis dahin, danke dir. Danke auch.